Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, soeben fand eine Apple-Quartalskonferenz statt und Apple hat die neuesten Verkaufs- und Umsatzzahlen des letzten Finanzquartals Q4 bzw. Kalenderquartals Q3 veröffentlicht. Dabei sollte man allerdings beachten, dass dieses Quartal bis zum 29. September gezählt wurde. Das heißt, die Produkte, die auf dem iPad Mini Event vorgestellt wurden und auch die neuen iPods wurden damit nicht dazu gerechnet. Fangen wir vorerst erstmal grundsätzlich an mit den Apple-Umsatzzahlen. Apple konnte in den letzten 91 Tagen wahnsinnige $36 Milliarden erwirtschaften. Das sind gut 8 Milliarden mehr als im Vorjahresquartal. Und deswegen ist halt die Apple-Aktie aufgrund dieser Zahlen auch schon radikal gestiegen. So, kommen wir nun zu den iPad-Verkaufszahlen. Da ist natürlich das neue iPad Mini und das neue iPad der vierten Generation noch nicht mitgerechnet. Und das bedeutet auch, dass diese Zahlen noch nicht ganz so hoch sind. Da liegt man im letzten Quartal gerade mal bei 14 Millionen iPads, die verkauft wurden. Ist zwar schon eine Menge, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wieder mehr wird. Nun kommen wir zu den Macs. Dort wurden 4,9 Millionen Geräte im letzten Quartal verkauft. Hat sich eigentlich nichts groß geändert zum Vorjahresquartal. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, was uns im nächsten Quartal erwartet. Vor kurzem wurden ja die drei Macs aktualisiert. Also das MacBook Pro 13 Zoll Retina, der iMac 2012 und der neue Mac Mini. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns dort im nächsten Quartal erwartet. Nun kommen wir zu den iPod-Verkaufszahlen. Dort können wir auch damit rechnen, dass die nicht ganz so hoch ausfallen, weil der neue iPod Touch und der neue iPod Nano dort ja nicht mitgezählt wurden. Deswegen wurden im letzten Quartal nur 5,3 Millionen iPods verkauft. Damit ist die Summe um ungefähr 1 Million Geräte gesunken, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt wieder steigt. Nun kommen wir zu den iPhone-Verkaufszahlen. Dort bleibt es auf jeden Fall spannend, weil wir ja vor kurzem ein iPhone 5 gesehen haben, aber dass das Quartal nur bis zum 29. September zählt, verstreichen da auch nur 6 Tage, in denen das iPhone 5 verkauft wurde. Bekannt ist ja, dass es am ersten Wochenende 5 Millionen Verkäufe gab und somit sind es insgesamt im ganzen Quartal 26,9 Millionen Geräte. Ist auf jeden Fall eine große Zahl. Das waren eigentlich die ganzen Daten oder Statistiken, die Apple uns dort bekannt gegeben hat. Ich bin eigentlich zufrieden. Man hätte jetzt natürlich mehr erwartet. Das liegt aber aufgrund dessen, da viele Geräte jetzt nicht mitgezählt wurden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns im nächsten Quartal erwartet, da ja das Weihnachtsgeschäft bald anläuft und Apple hat so viele neue Geräte auf den Markt gebracht. 3 neue Macs, 2 neue iPads, 2 neue iPods, das iPhone 5 und ich glaube, da können wir einen erheblichen Anstieg im nächsten Quartal erwarten. Damit war es das von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst doch vielleicht ein Abo da, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.